Ich darf Ihnen heute Abend kurz die beiden Gesprächspartner vorstellen. Das ist zum einen zur Linken Katrin Romberg, die verschiedene berufliche Stationen hatte, an der Wiener Sezession lange gearbeitet hat, dann im Kölnischen Kunstverein Direktorin war bis 2007, dann verschiedene Initiativen gestartet hat, oft in Verbindung mit anderen Partnern, einmal ein interdisziplinäres Förderprogramm unter dem Namen Transit. Frau Romberg ist auch Spezialistin für ost- und südeuropäische Kunst. Wird immer so geschrieben. Und hat aber auch die Manifesta kuratiert, 1990 co-kuratiert. Und hat also neben ihren Tätigkeiten in leitenden Funktionen immer auch für die Infrastruktur von Kunst sich eingesetzt. Sie ist die Leiterin der Berlin-Biennale, der 6. Berlin-Biennale in Berlin, die ja unter dem Motto steht, was wartet draußen, also die Beziehung der Kunst zur Realität untersucht. An verschiedenen Orten gibt es Präsentationen von den Kunstwerken, der traditionelle Ort der Biennale bis zu einem Kaufhaus am Oranienplatz, wo auf 6 Etagen zeichnerische Kunst präsentiert wird, bis hin zur Alten Nationalgalerie, wo Michael Fried, der amerikanische Kunsthistoriker, eine Ausstellung zu Adolf Menzel kuratiert hat, sodass also auch sozusagen klassische Kunst im Dialog mit der zeichnerischen Kunst tritt. Und immer geht es um diese Beziehung der Wirklichkeit und der Künste. Michael Schmidt ist 1945 geboren, er ist in Berlin aufgewachsen und hat nach einer Zeit, in der er eine dokumentarische Fotografie betrieben hat, dann einen sehr persönlichen Stil entwickelt, der das erste Mal seinen Ausdruck fand in der Ausstellung, und in dem Buchkonzept Waffenruhe, das war 1987, eine Arbeit, die sich mit Berlin, mit der Situation Berlins beschäftigt hat, von der aber Leute immer behauptet haben, und ich glaube, das kann man heute auch so sagen, dass sie die Stadt als Modell nimmt für eine bestimmte Lebensform, für eine Lebenssituation und ein Psychogramm einer Großstadt geschrieben hat und auch Berlin geschrieben hat, aber auch darüber hinausgeht. Dann im Jahr 1996 die Ausstellung im Museum of Modern Art mit der Serie Einheit, die erste Einzelausstellung nach August Sander 1958 im Museum of Modern Art war, die erste große Einzelausstellung eines deutschen Fotografen nach dem Krieg. Dann schlossen sich Arbeiten an, die im Rahmen der Weltausstellung Expo entstanden sind, 2000, 2003 dann die Serie Irgendwo, und hier hinten sehen Sie jetzt eine Arbeit, die wird gerade sozusagen durchgeblättert, ein Künstlerbuch, denn Michael Schmidt arbeitet in Ausstellungs- und in Buchform, und dieses Buch ist erschienen anlässlich der Ausstellung, die ja die größte Übersichtsausstellung von Michael Schmidt soweit ist, viele Werkgruppen in einer Art nicht museologischen Hängung zeigt, also es ist keine Retrospektive klassischer Art, sondern eine Ausstellung, die ganz, ganz alleine Michael Schmidts Handschrift trägt, der sie gestaltet und gehängt hat. Ja, jetzt darf ich Ihnen eigentlich nur noch viel Spaß wünschen bei dieser und viele gute Unterhaltung bei diesem Gespräch. Das Motto, was wartet draußen, ist auch hier momentan ein bisschen der Fall. Audi hat dort hinten 800 Gäste geladen, die über diese Terrasse gleich laufen werden. Lassen Sie sich nicht irritieren, hören Sie nach vorne, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank, Thomas Weske, für die Einladung und herzlichen Dank auch, dass ich nach München kommen konnte, mit Michael Schmidt ein Gespräch führt. Und wir führen seit 1,5 Jahren immer wieder in unregelmäßigen Abständen Gespräche, die sehr anregend und wichtig für mich waren. Wir haben vor 2 Tagen in Berlin eine große Podiumsdiskussion über Adolf Menzel, einem großen Berliner Künstler des 19. Jahrhunderts, gehabt. Am Panel saß Michael Fried, einer der renommierten amerikanischen Kunsttheoretiker, der dieses wichtige Buch Why Photography Matters as Never Before geschrieben hat, der sich intensiv auch mit Michael Schmidt auseinandersetzt und deshalb auch extra nach München gefahren ist, um sich die Ausstellung anzuschauen. Ich habe Michael Fried als erste Frage gestellt: Wer ist Menzel? Diese Frage möchte ich jetzt dem Michael nicht stellen. Wer ist Michael Schmidt? Die Frage hatte damit zu tun, dass
Menzel eigentlich nicht die Rezeption und Wahrnehmung bekommen hat über viele Jahrzehnte hinweg, die ihm eigentlich als einer der ganz großen Realisten des 19. Jahrhunderts entsprechen würde. Ähnliches konnte man zumindest aus der Sicht der zeitgenössischen Kunst, weniger aus der Sicht der zeitgenössischen Fotografie, in den letzten 10, 15 Jahren bei Michael Schmitz wahrnehmen, dass eigentlich Michael nie die große Wahrnehmung und Rezeption innerhalb der bildenden Kunst hatte, die er als einer der ganz großen Fotokünstler unserer Zeit und als einer der ganz großen Berliner Künstler ihm entsprechen würde. Und ich würde deshalb gerne Michael die erste Frage stellen: Woran meinst du, liegt es, dass du eben innerhalb der bildenden Kunstwelt nicht erst jetzt diese große Anerkennung findest, entsprechend parallel natürlich auch im deutschsprachigen Feuilleton? Thomas Weske hat ja auch gesagt, du hast große Ausstellungen gehabt im MoMA, aber auch mit Thomas Weske in Hannover. Also es gab große, wichtige Ausstellungen, aber erst jetzt eigentlich ist diese Rezeption und Wahrnehmung da, die deinem Werk auch entspricht und die auch die Anerkennung jetzt endlich bringt. Ich möchte zuvor erst mal sagen, dass wir uns sozusagen auf dieses Gespräch nicht explizit vorbereitet oder abgesprochen haben. Wir hatten, das ist vielleicht wichtig, wir gehen, ich jedenfalls und Katrin auch, so wie ich sie kenne, offen in diese Diskussion. Es gab also vorher kein Gespräch, um die Sache abzuklären, worüber wir reden. Und jetzt zu deiner Frage, ist sehr schwer für mich eigentlich zu beantworten, warum jetzt meine Arbeit eine größere Beachtung findet, als sie vorher gefunden hat. Das kann vielleicht, das ist eine Hypothese, damit zusammenhängen, dass in der Rezeption der Fotografie von den klassisch ausgebildeten Kunsthistorikern nur die Fotografie positioniert wurde, die sozusagen mit dem klassischen System der bildenden Kunst operierten, beginnt zum Beispiel mit dem Bechers und dann mit dieser Schule, und man gar nicht die Geschichte der Fotografie überhaupt im kunsthistorischen Bereich beachtet hat. Und mittlerweile ist das eben so, dass man aufgrund dieses anhaltenden Erfolges sich stärker mit der Fotografie auseinandersetzt und sieht, dass es nur ein Teil von Fotografie überhaupt ist, denn wo soll die Fotografie hin, wenn nicht in die Fotografie? Und jetzt denke ich mal, könnte es sein, dass die andere Seite der Fotografie eine Beachtung erfährt, die sie vorher so, sie wurde einfach nicht wahrgenommen. Sie wurde viel zu stark als Abbild gesehen, als sozusagen eine Wiedergabe dessen, was ist. Man hat aber nicht den Kunstaspekt gesehen, der in der Welt draußen existiert, wo ich eigentlich eine große Stärke in der Fotografie sehe. Vielleicht aber hat es auch damit zu tun, also das ist wahrscheinlich sicherlich ein Aspekt, den, glaube ich, kann ich nachvollziehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch damit zu tun hat mit den Sujets, mit denen du arbeitest. Du hast dich, Berlin ist ja so ein großes Thema, natürlich zufällig, weil du in Berlin lebst, Deutschland ein großes Thema, dass es zurzeit einen Paradigmenwechsel gibt in der Wahrnehmung Deutschlands. Aber man merkt es ja auch, wie die deutsche Fußballmannschaft international wahrgenommen wird. Das ist eine vollkommen andere Wahrnehmung, als noch vor 10 Jahren deutsche Fußballmannschaften rezipiert worden sind. Es taucht eine neue Generation auf, auch wieder Verweise auf die Fußballmannschaft, die in den 70er und 80er Jahren geboren sind, die nicht mehr über den Kalten Krieg sozialisiert sind. Also es ist ein wirklicher Bruch eigentlich in den Generationsabfolgen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und damit habe ich den Eindruck, ist auch ein veränderter Umgang mit der Geschichte und mit der Idee Deutschland auf einmal auch ersichtlich. Also es war anders, zum Beispiel Anfang der 90er Jahre, als du dich mit der Wiedervereinigung und dem Kalten Krieg auseinandergesetzt hast und wo diese großartige Arbeit Einheit entstanden ist. Ungefähr zur selben Zeit, und ich habe mir da
Zitat herausgeschrieben von einem großen ungarischen Schriftsteller Anfang der 90er Jahre. Imre Kertész war damals in Berlin, hatte ein DAD-Stipendium und hat immer wieder sozusagen seine Wahrnehmung Berlins und Deutschlands niedergeschrieben. Und es gibt ein Zitat, das ich gerne kurz vorlesen möchte. Überhaupt ist es verblüffend, dass die Vereinigung nicht erwünscht ist. Eine antikreative Erfahrung. Es löst Wut aus, ohnmächtige Gereiztheit in Anbetracht der plötzlichen Raumausdehnung, der wachsenden Möglichkeiten, vor allem aber der drängenden, unaufschiebbaren Aufgaben. Von 91 bis 94 hast du dich eben, wie ich vorhin kurz erwähnt habe, mit dem Kalten Krieg und der Wiedervereinigung auseinandergesetzt. Es ist die 163-teilige Serie Einheit entstanden, die eine zentrale Arbeit in der Ausstellung ist, die auch in dem großen zentralen Raum der von den Nationalsozialisten gebauten Kunsttempel hängt. Es ist die Arbeit, wie die Ausstellung insgesamt zeigt, wie radikal sie die Geister, die in diese Architektur eingeschrieben sind, sozusagen in Unruhe versetzen. Ich habe den Eindruck jetzt, dass eben die Arbeit wie Einheit zum Beispiel jetzt ganz anders gelesen werden kann, wie das wahrscheinlich noch in den 90er Jahren der Fall war, dass man hier einen neuen Blick eben auf diese Zeit hat, auch den Abstand dazu hat und dass da dadurch die Rezeption auch jetzt leichter wird. Ja, ich glaube, dass man jetzt die Einheit aufgrund der Distanz, die man in den 20 Jahren gewonnen hat, eigentlich die Neudefinition von einem Begriff anders wahrnimmt, als man ihn zur Entstehung wahrgenommen hat. Also Amerika hatte sofort wahrgenommen, währenddessen im eigenen Land man eine andere Distanz braucht und was vielleicht auch wichtig ist, dass man jetzt eigentlich erst sieht, worin besteht denn die neue Definition, wie definiere ich denn den Umgang mit Geschichte, der ja nicht einfach nur ein abgeschlossenes Kapitel der Vergangenheit ist, sondern ich versuche ihn in einer neuen Formsprache lebendig zu halten. Und das interessiert jetzt Leute, also das ist meine Erfahrung, die zwischen 25 und 40 sind, die eine andere Distanz zu dieser Geschichte haben, die sie aber auch nicht, die sich der ein Stück weit stellen, aber sie möchten sie gerne für sich sozusagen vereinnahmen, um sie anders zu begreifen als die Generation davor. Die Generation davor wollte eigentlich nichts damit zu tun haben, beziehungsweise sie hat sie sozusagen nur rational-politisch besetzt. Und ich glaube letztendlich, dass man nur über eine Emotionalisierung, und zwar über eine kontrollierte Emotionalisierung, also nur wenn man auch emotional eine Sache begreifen und verarbeiten kann, dass nur dadurch auch eine Veränderung eintreten kann, bei einem selbst als auch in der äußeren Welt. In der Art und Weise, wie du Einheit angelegt hast oder auch diese Bildgrammatik, die du mit Einheit vorher schon mit Waffenruhe entwickelt hast, kommt diese Emotionalisierung, hat einen starken Moment, so nehme ich es zumindest wahr. Du hast sowohl mit privaten Fotos gearbeitet, als auch mit öffentlichen Bildern aus Zeitungen und anderen Archivmaterialien, die du angeeignet hast. Es ist auch eine Arbeit, wo ein Selbstporträt von dir auftaucht, das Passbild. Du hast also in diesem Seriellen eigentlich eine Sprachlichkeit gefunden, die einen anderen Blick auch nochmal auf die Geschichte zulässt, die natürlich auch viele Störungen hat, Bildstörungen. Es ist eigentlich eine Serie, die auch eine Fortsetzung haben könnte. Ja. So ist das Projekt ja an sich angelegt, deshalb gibt es ja auch, die letzten Seiten sind ja durchnummeriert, das heißt, sie sind frei, um sie zu erweitern. Ich glaube, dass das Ende offen ist und jederzeit eine Erweiterung erfahren kann. Und die andere Sache ist die, vielleicht ist das auch ein interessanter Punkt für die Leute, die das betrachten, dass die Einheit an sich eine große Frage ist. Und sie gibt keine Antwort, sondern sie stellt es sozusagen zur Diskussion als Frage. Und vielleicht macht das den Unterschied aus, dass
die Einheit heute wesentlich mehr Beachtung findet, als sie gefunden hat vor 10 oder 15 Jahren, als sie auf den Markt kam. Eins muss man sagen, als MoMA die veröffentlicht hat, hat immerhin die Zeit ihre Titelstory im Magazin darüber gebracht. Da gab es einen großen Kampf, das weiß ich, aber es wurde durchgesetzt. Es ist insgesamt von der Kunstwelt einfach nicht beachtet worden, weil man sagt, das ist eben eine Fotografie. Man hat die Fotografie zu der Zeit völlig anders bewertet, weil du vorhin sagtest, warum das nicht so bewertet wurde. Und das findet eben erst heute statt, weil Kunsterzieher heute, die vor 15 Jahren anfing zu studieren, ein anderes Verhältnis zu den Medien haben, als die, die davor studiert haben. Also man kriegt, und man hat auch noch einmal eine andere Distanz zu den Medien gekriegt. Also wenn ich mir überlege, dass meine Mutter noch, so bin ich groß geworden, was in der Zeitung steht, wahr ist, dann hat sich das mit der Einführung der neuen Medien grundsätzlich geändert. Man misstraut den Medien viel mehr und damit, indem man die Distanz zu dem Medium herstellt, kriegt man natürlich auch einen anderen Blick auf die künstlerische Potenz, die in einer Fotografie stecken kann. Mit Einheit, aber auch mit vielen anderen Arbeiten, Waffenruhe, attackierst du eigentlich geradezu einen genießerischen Blick. Also ein genießerischer Blick ist eigentlich nicht möglich. Das Einzelbild spielt jetzt nicht die große Rolle, sondern es spielt die Serie die Rolle. Du hast einmal davon gesprochen, dass sich sozusagen die Serie aus zwei Elementen oder Standpunkten zusammensetzt und sozusagen der dritte Standpunkt muss der Betrachter erarbeiten. Der Betrachter ist kein konsumistischer Betrachter, so wie wir eigentlich konditioniert sind, sondern es ist ein Betrachter, der aktiv an den Arbeiten von dir arbeiten muss. Das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Element, vor allem bei Einheit, würde ich meinen, oder? Ja, ich glaube, das zeigt vielleicht die Ausstellung, jedenfalls habe ich mich bemüht, das sichtbar zu machen, dass ich also erstmal nicht an das Einzelbild in der Fotografie glaube, wobei ich die Leute, die Einzelbilder machen, durchaus respektiere und auch die Leistung anerkenne und da geht es. Ich persönlich für meine Empfindung denke, dass das einzelne Bild schon als Einzelbild konzipiert sein muss, aber mit der Intention der Serie, weil ich dann da denke, dass es wesentlich komplexer bestimmte Dinge darzustellen sind. Das andere ist, du sprachst von dem dritten Bild und das dritte Bild ist für mich eigentlich das, dass wenn man zwei Bilder nebeneinander stellt, so wie ich sie nebeneinander stelle, muss das im Betrachter oder sollte es im Betrachter ein drittes Bild auslösen. Und zwar ein drittes Bild, was nicht explizit konkret vorhanden ist, sondern was sozusagen in der Emotionalität, so ähnlich wie in der Musik, zwar zu begreifen ist, aber schwer zu formulieren ist. Du kannst die Frage, wenn ich sage, die Einheit ist eine Formulierung einer Frage, da kannst du natürlich nur in der Kombination der Bilder nehmen, weil die Frage sozusagen immateriell im Raum steht. Und das ist für mich an sich der entscheidende Faktor an der Geschichte. Dass zwischen den Bildern sich etwas abspielt, was sozusagen materiell nicht zu erfassen ist. Und vielleicht leben wir im Augenblick in einer Zeit, wo die Leute dafür empfänglich sind, weil es ein stärkeres Bedürfnis wieder nach einer Emotionalisierung vorhanden ist, die nicht unkontrolliert sein darf, aber wo man sich wieder eingesteht, dass man auch zu seinen Gefühlen steht. Ich finde das sozusagen eigentlich sehr diskriminierend, wenn man nur, weil jemand seine Gefühle offenbart, sofort von der Sentimentalität spricht. Das finde ich eigentlich ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft, insgesamt unserer Gesellschaft. Und
das ist eigentlich der Punkt, dass man langsam oder dass man begreift, ohne Emotionalität geht es nicht, weil ich bestimmte Dinge sozusagen über den Kopf alleine nicht begreifen kann. Das kann zwar die Wissenschaft, aber der Mensch als Mensch braucht die Gefühle dazu, sonst geht es einfach nicht, und eine gewisse Offenheit der Gefühle. Und deshalb durften wir das nicht diskreditieren, sondern wir sollten es versuchen, nicht als Sentimentalität abzutun, wobei es natürlich Sentimentalitäten und Kitsch gibt, das muss man dann klar trennen und auch als solches benennen. So. Michael, würdest du sagen, Bücher spielen ja bei dir eine große Rolle, dass in deinen Büchern, du arbeitest in deinen Büchern immer mit Auslassungen, also mit leeren Seiten, dass diese leeren Seiten auch diese Rolle oder diese Funktion übernehmen des dritten Bildes, diesen Moment, wo das Emotionale vielleicht angesprochen wird, aber auch das Imaginative, so diese Aktivierung des Betrachters, der diese Seite nicht als leere Seite empfindet, sondern diese Seite sozusagen aktiv auch füllt mit seinen Erfahrungen. Also so weit geht mein Verständnis an den Betrachter nicht, dass ich während der Entstehung so weit darüber nachdenke. Aber was richtig ist, dass die leere Seite die gleiche Funktion hat wie eine bebilderte Seite. Das ist einfach, um eine bestimmte Rhythmik reinzubringen. Die leere Seite dient dazu, innezuhalten und Luft zu holen, um wieder im Kopf frei zu werden. Und sie dient weniger dazu, dass ein Betrachter sie dient eher dazu, was Immaterielles sozusagen sacken zu lassen, als dass sie dazu dient, die leere Seite jetzt konkret zu füllen. Wir haben schon über ein paar Sujets von dir gesprochen. Es sind immer Sujets, die mit der Realität zu tun haben. Aber was, glaube ich, bei dir wichtig ist, du bildest nicht die Wirklichkeit ab. Du hast einmal in einem Interview gemeint, eben, du bist kein dokumentarischer Fotograf. Da hatte ich jemand versucht, sozusagen im Gespräch auf die dokumentarische Fotografie zu reduzieren. Du hast in dem Zusammenhang gesprochen, wenn überhaupt, dann bin ich ein realistischer Fotograf. Ja, also ich habe nur mal, wenn es wirklich so ist, dass die Mehrheit hier meint, das stört eher, dann können wir das auch von mir aus ausmachen. Okay, also kommen wir später vielleicht nochmal drauf zurück. Ich bin ja da nicht ganz selber schuld, weil ich hier mal ein Statement verfasst habe Mitte der 70er Jahre, die sehr stark davon ausgegangen ist, dass ich mich fast als Fotograf zur Maschine erklärt habe, weil ich die Wirklichkeit genau registrieren wollte. Das liegt ja dann ganz dicht am Dokumentarischen. Gut, aber ich meine, was interessiert mich das, was ich vor 25 Jahren gesagt habe? Ich muss mich ja auch mal weiterentwickeln und habe mir dann natürlich, in dieser Arbeit natürlich gemerkt, Berlin nach 45 war der erste Schritt in eine andere Richtung, weil ich merkte, umso mehr ich mich sozusagen der Objektivität verpflichte, umso mehr entferne ich mich von mir selber und entfremde mich. Und aus dieser Position heraus ist an sich die stärkere persönliche Sprache gekommen. Ich meide extra das Wort Subjektivität. Dann kam die Auseinandersetzung stärker mit der Kunst dazu, weil es immer um Objektivität ging. Und für mich bedeutet gerade die bildende Kunst eigentlich der Gegenentwurf zur Objektivität. Die Wissenschaft ist objektiv. Das reicht mir. Da hilft es, kann sie einem auch helfen, aber in der Kunst, finde ich, hat die Objektivität ja nichts zu suchen, und ich glaube auch nicht, dass sie die wirklich gibt. Denn
objektiv, wissenschaftlich ist eine Sache immer erklärbar und von vielen nachvollziehbar. Und wenn Kunst diese hat, für mich muss eine Kunst immer wieder neu zu definieren sein und aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen sein. Und das ist das Gegenteil von Objektivität und das Gegenteil von Wissenschaftlichkeit. Ich finde, Kunst bezieht eigentlich die Gegenposition zur Wissenschaft, wobei sich beide natürlich durchaus befruchten können. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, für mich jedenfalls, ich betrachte Kunst als einen Gegenentwurf zur Wissenschaft. Obwohl sie von beiden Seiten können sie voneinander lernen. Aber eine reine wissenschaftliche Kunst interessiert mich nicht. Und das war der Punkt, wo ich merkte, ich entfremde mich von mir und habe dann sehr stark mehr mich eingelassen, persönlich auch, auf die Welt. Und das führt dann natürlich zum Realismus, weil der Realismus definiert ja, während der Dokumentarismus bildet ja nur ab. Ja. Vielleicht passt, also es gibt ein Zitat auch von Max Beckmann, das ich mir aufgeschrieben habe, das 1998 in einem Vortrag gesagt hat, er meinte, es gehe darum, in der Kunst das Unsichtbare sichtbar zu machen durch die Wirklichkeit. Ich glaube, das ist ein Zitat, das ich finde, das sehr gut auf deine Arbeit auch zutrifft. Könntest du nochmal über dein spezielles Verhältnis zur Wirklichkeit sprechen? Es ist eben kein abbildendes. Ich würde sagen, dass du Wirklichkeit produzierst mit den Mitteln der Fotografie, mit der Mittel vor allem der analogen Fotografie. Vielleicht kommen wir später noch einmal auf die digitale Fotografie in diesem Zusammenhang zu sprechen. Aber vielleicht, dass du dann noch mal ein paar Sätze dazu sagst. Ja, ich behaupte von mir natürlich auch, dass ich eine eigene Wirklichkeit mit meinen Bildern produziere, die natürlich sehr stark in der realen Welt verankert sind. Ich habe nicht umsonst mir die Fotografie als Medium ausgesucht, weil sie am dichtesten am Leben ist und mit der Illusion von Wirklichkeit sehr stark nicht nur kokettiert, sondern so präsent an die Wirklichkeit rankommen kann. Es ist ja, für mich ist Fotografie eine Bastardkunst und keine reine Kunst, sondern sie ist eben eine Mischung. Und das, finde ich, macht das Spannende in der Fotografie aus. Nicht, wenn ich mit der Fotografie sozusagen sehr stark die Malerei nicht imitieren will, aber mit der Denkstruktur der klassischen Malerei an die Fotografie rangehe, dann produziere ich sozusagen ein Bild, was mit fotografischen Mitteln sozusagen aber in der Denkstruktur gemalt ist. Mich interessiert aber stärker die Herangehensweise an die Welt, wo die Leute das Empfinden haben, so empfinde ich das auch, aber ich sehe es so nicht. Und das, meine ich, macht einfach, darum bemühe ich mich in meiner Arbeit, dass ich was sichtbar mache, indem ich sozusagen die Dinge durch mich durchlasse und sie sozusagen in einer anderen Form verdaut wieder präsentiere, dass sie für einen anderen begreifbar vielleicht oder auch lebbar ist. In erster Linie muss sie erstmal für mich lebbar sein. Wenn ich Kunst selbst mache, interessiert das mich nur. Aber es ist natürlich immer, ich gucke immer auch über meinen eigenen Tellerrand, weil ich mir selber nicht genug bin. Ich brauche einfach eine Dialektik und eine Kommunikation. Und deshalb ist es für mich eben wichtig, nicht nur ein Filter zu sein, sondern sagen wir mal meine Fotografie in einer Form zu präsentieren, dass sie von anderen angenommen werden kann. Also sie muss was Konstruktives haben. Und ich hatte ja bei der Einheit zum Beispiel den Untertitel 1 plus 1 gleich 3. Den habe ich dann verworfen. Musste nicht sein. Das impliziert eigentlich schon der Bindestrich. Aber was ich damit sagen wollte, ist nur, es gibt
mich, es gibt die Position des Gegenübers und aus diesen beiden Positionen muss eine dritte Position erwachsen. Und die ist eben in der Form nicht sichtbar, sondern die wird eben fotografisch sichtbar gemacht. Eigentlich könnte man sagen, dass du eine Verbindung zur Wirklichkeit herstellst, worüber du jetzt auch über diese Methodik, über die du gesprochen hast. Du hast aber auch erwähnt ein Wort, das ich wieder seit geraumer Zeit als interessantes Wort empfinde. Das ist ein Wort aus dem 19. Jahrhundert, oder ein Begriff aus dem 19. Jahrhundert ist Entfremdung. Du hast von der eigenen Entfremdung gesprochen. Ein Begriff, den man eben, der von Weber kommt, der die Entwicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts damit versucht hat, sozusagen unter der sichtbaren Wirklichkeit die Verwerfungen greifbar zu machen. Würdest du sagen, dass wir in einer Welt leben, in der die Wirklichkeit zu verschwinden droht, dass wir wieder Erfahrungen der Entfremdung, der Entrealisierung haben? Ja, also ich würde da nicht zu Weber hingehen. Beim Weber war das ein objektiver Prozess mit dem Beginn der Industrialisierung. Was ich meine ist, dass ich sozusagen Angst davor hatte oder mich gefürchtet habe oder das unerträglich fand, mich von mir selber zu entfremden. Es ist eigentlich ein persönlicher Prozess. Man kann die Gesellschaft objektiv nicht verändern, man kann sich aber subjektiv verändern und damit verändere ich dann objektiv doch die Gesellschaft. Und wenn es nur ein Stein ist. Ich beziehe diese Entfremdung, das waren ja die, Existenzialisten, Sartre, der den Begriff der Entfremdung sozusagen in den 50er Jahren wieder neu aufgegriffen hat, und der hat mich viel eher interessiert. Das fand ich viel spannender. Das Objektive ist an sich, sagen wir mal, für mich in unserer heutigen Welt nicht mehr lebbar, aber das Individuelle, das Subjektive in der Verantwortung mit dem Draußen, mit der Wirklichkeit. Ich finde, die Wirklichkeit ist für mich eigentlich nicht so mit dem Realen. Also es gibt ja immer, also ich habe diese Position, ich komme auf die Welt, nehme an ihr teil und gehe wieder. Also die Welt existiert auch ohne mich. Ich erkläre mich nicht zum Mittelpunkt, sondern ich nehme an ihr teil und versuche, ein nützliches Mitglied in der Kunst zu sein. So würde ich das mal sagen. Ob mir das gelingt, ist ja eine andere Sache. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Die Entfremdung. Und deshalb geht es eigentlich um eine persönliche Entfremdung mehr als um eine objektive. Die objektive Welt ist entfremdet. Das sollte man auch respektieren. Das heißt aber nicht, dass man sich subjektiv auch noch entfremden muss. Das ist der Punkt, wo ich einen Ansatz sehe. Ob er da ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich bemühe mich drum. 1989 war nicht nur ein interessantes Jahr, was jetzt die gesellschaftspolitischen Veränderungen anbelangt. Um 1989 herum gab es auch technologische Innovationen, die auch die Fotografie grundlegend verändert haben. Es ist das Auftauchen der technologischen Kommunikationssysteme. Also es ist, in der Zeit kam auch die digitale Fotografie auf, die ein radikaler Bruch ist, durch den die analogen Informationen mehr und mehr jetzt ersetzt werden. Damit ist natürlich auch sozusagen die Frage von der Wirklichkeit und Fotografie auch noch einmal eine andere geworden. Also mit der digitalen Technologie sind Manipulationen vielleicht möglich, Kombinierbarkeiten. Man spricht davon, dass das Foto sich zur Grafik transformiert hat. Was hat sich zur Grafik transformiert? Die Fotografie hat sich zur Grafik, weil sie so grenzenlos wird, weil sie natürlich mit die Fotografie ganz anders veränderbar, einsetzbar und so weiter ist. Du bist ja jemand, der, es gibt zwar eine Arbeit in der Ausstellung, aber eigentlich nach wie vor mit der analogen Fotografie arbeitet. Hast du jemals mit der digitalen Technologie kokettiert? Nee, ich habe mir jetzt gerade eine digitale Kamera gekauft. Also, ich habe das nie so eng gesehen.
Weil die Manipulation in der Fotografie, die gab es ja schon immer. Also es gibt ja diese berühmte Bilder während der Nazi-Zeit, wo sozusagen bestimmte Leute dann, weil sie eliminiert wurden, rausretuschiert wurden. Nur ist es mit der digitalen Fotografie heute einfacher. Die digitale Fotografie bietet viele Ansätze, die die Fotografie sonst in einer anderen Form nur leisten konnte. Aber ich glaube nicht, dass die digitale Fotografie grundsätzlich ich halte schon die Trennung für ein Problem. Das sind zwei technisch unterschiedliche Medien, aber mir ist eigentlich, wenn du mich jetzt so fragst, wüsste ich jetzt ja keinen Fotografen zu nennen, wo ich sage, das geht nur digital. Es ist natürlich im Digitalen so, was die digitalen Leute ja immer so gern behaupten, gut, ich muss jetzt nicht mehr, ich kann jetzt nur noch, als analoger Fotograf, kann ich ja im Grunde genommen nur einen geknickten Baum fotografieren, wenn er auch tatsächlich geknickt ist. Ja, also das heißt sozusagen, was die digitalen Leute einen vorwerfen, du bist abhängig von dem, was draußen passiert. Wir brauchen das nicht mehr, wir können das sozusagen auf dem Computer manipulieren. Nur, sie brauchen dazu auch einen abgeknickten Baum, also die Realität sind dann die Bilder, die sie brauchen, sonst können sie die nämlich auch nicht abknicken. Also so einfach ist es auch nicht. Insofern finde ich, ich mag die digitale Fotografie dann nicht, wenn sie sozusagen völlig manipuliert ist und im Grunde genommen auf so eine Pseudo-Kunstschiene ausweicht, die so sehr stark kokettiert mit der Malerei. Ich glaube, dass jedes Medium eine eigene Spezifik hat. Und mir sind ganz wenige Bilder eigentlich bekannt im digitalen Bereich, wo man sagen kann, da ist das Digitale wirklich zwingend notwendig. Das sehe ich an sich nicht so. Ich kann es nicht sagen, ob die analoge Fotografie und die digitale wirklich so zwei Grundsätze, das wird ja so behandelt, als wenn das einmal, sagen wir mal, chinesisch ist und das andere ist englisch. Also verstehst du, das sehe ich eigentlich, so extrem sehe ich es nicht. Aber? Noch eins dazu sagen? Ich glaube, in der analogen Fotografie ist natürlich stärker der Zugriff zur Welt da als in der digitalen. Aber jetzt muss man sehen, dass sich innerhalb der Fotografiegeschichte und ihrer Entwicklung das sozusagen total verbraucht hat und alle verkamen auch ein Stück weit zur Illustration von Wirklichkeit. Das heißt, man muss einen neuen Weg auch in der analogen Fotografie finden, um eine Glaubwürdigkeit zu erreichen. Aber ich glaube, man kann die analoge Fotografie genauso entwickeln wie die digitale, nur mit verschiedenen Ansätzen. Und auf der anderen Seite finde ich es ja auch spannend, sich der Welt zuzuwenden. Und nicht nur sozusagen einer medialen. Es gibt in der Ausstellung ein Bild, das so ein bisschen rausreißt aus der Ausstellungskonzeption oder aus dieser sehr perfekten Präsentationsweise. Es ist Altbau von 1989, das ist so eine digitale Arbeit, die du, glaube ich, 2009 dann nochmal aufgelegt hast. Die Arbeit hast du anders gehängt als alle anderen Arbeiten. Die hängt, also vielleicht können Sie sich erinnern, die hängt im hinteren Teil in einem dieser Seitenflügel und ist nicht sozusagen auf Augenhöhe des Betrachters, sondern hängt relativ hoch oben, ist großformatig, ist ein relativ großes Bild, größer als viele andere Bilder in der Ausstellung. Was hat es damit auf sich? Ist an sich, also dieses Bild beschäftigt mich schon seit, ich glaube, das ist von 84 oder so, das beschäftigt mich schon ewig. In den letzten zwei Jahren habe ich das auf fast jeder Reise auch immer dabei gehabt, habe mir das immer wieder angesehen und habe mich dann entschieden, das hat nichts mit digital zu tun, also das ist zwar ein Digital-Print,
Aber den habe ich eigentlich nur gemacht, weil es anders nicht zu realisieren ist in der Größe. Also das ist nicht so entscheidend. Sondern es ist raus, es hängt oben, weil dieses Bild eigentlich nur in der Untersicht funktioniert, komischerweise. Es drängt dir sozusagen die Untersicht auf. Und wenn du das runterhängst, ist ein ganz simpler, dann verstehst du das Bild nicht mehr, weil dann hast du plötzlich so wie eine Autobahn vor dir. Und so hast du du brauchst für dieses Bild die Untersicht, um das überhaupt zu begreifen. Und deshalb ist es aus der Hängeachse rausgeflogen. Mehr kann ich das, also, so, also es ist nicht jetzt sozusagen der Ansatz dafür, dass du jetzt vielleicht stärker auch mit digitaler Fotografie arbeiten wirst, sozusagen, das ist so ein Moment, der so rausbricht aus der Ausstellung. Nein, dieses Bild an sich nicht. Also ich gehe ja den Versuch ein, es sind ja ein paar digitale Bilder dabei, bei dem Meerbild zum Beispiel und so versuche ich natürlich eine Spezifik zu treffen in der digitalen Fotografie. Ich weiß nicht, ob ich dabei bleibe. Es ist ein Versuch und ein Experiment, was ich eingehe. Ob ich es letztendlich wieder verwerfe, also jetzt nicht die Bilder, die da hängen, zu denen stehe ich, aber ob ich da weitermache oder nicht, kann ich noch nicht sagen. Aber dieses Bild zum Beispiel ist nicht wirklich eine Auseinandersetzung mit dem Digitalen, das ist das eine Mehrbild, was ungerahmt hängt, wo ich dann also, wenn du rangehst, eben die Pixel wahrnimmst und wenn du weggehst, siehst du sie nicht. Also das war mir wichtig. Und zwar, wenn du einen Meter weg bist, denkst du, es ist eine Fotografie auf mattem Papier, gehst du aber ran, siehst du die Pixelqualität. Und darum geht es mir eigentlich, dass ich spezifischer arbeite. Und ob ich diesen Weg fortführe oder nicht, kann ich noch nicht sagen. Das Problem ist, dass du mittlerweile ja, ich denke mal, fast gar keine analogen Materialien mehr kriegst. Es wird immer schwieriger, überhaupt noch im analogen Bereich gutes Papier zu kriegen, also jedenfalls, was ich haben will. Also ich beschäftige mich im Augenblick damit und werde sehen, wie weit das führt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich das wieder verwerfe. Wir haben über die Subjektivität gesprochen, dass das Subjektive ein Moment ist, sozusagen die Verbindung zur Welt herzustellen. In dieser Subjektivität liegt in deinen Arbeiten oft was ganz sehr Schonungsloses, vor allem was die Selbstporträts anbelangt. Du nennst sie ja auch nicht Selbstporträts, sondern die Reihe heißt Selbst. Du zeigst eigentlich sehr, du konfrontierst dich sehr schutzlos vor der Kamera. Es wird Wut, Depression, Einsamkeit und andere Extremsituationen nachvollziehbar, die in der Betrachtung auch was sehr Existenzielles mit sich bringen. Ich habe den Eindruck, dass es hier eben nicht um die Frage des klassischen Selbstporträts geht, sondern es geht ja hier um ganz was anderes. Genau, also deshalb nenne ich, also du bist einmal einer der wenigen, die überhaupt so weit mal aufgreifen, dass man das eben nicht als ein Selbstporträt sieht, sondern als Selbst. Das ist ja absichtlich so gewählt, weil ich finde, ich spiele nicht die Oberrolle da, indem ich habe auch Selbstporträts, indem ich mich sozusagen als Individuum darstelle, sondern einfach einen Zustand formuliere, in dem ich mich befinde. Also der Zustand, in dem ich mich befand, den haben ja tausend andere Leute auch, der war mir wichtiger, als ich mir selber wichtig war in dem Moment. Und deshalb hat diese Serie auch den Titel Selbst. Ich brauchte aber, um die Serie zu veröffentlichen, 10 Jahre, damit ich mich nicht von mir selbst ständig erschrecke. Also diese Schonungslose habe ich natürlich erst wahrgenommen, als ich die Bilder dann vor mir hatte und konnte nicht die Distanz entwickeln, um diesen abstrakten Begriff wie es eigentlich gemeint war, sofort zu begreifen. Also das hat einfach 10 Jahre gedauert, bis ich die überhaupt veröffentlichen konnte, um meinen Zustand selbst zu akzeptieren. Es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du ihn veröffentlichst oder ob du dich sozusagen nur selbst konfrontierst.
Könnte man sagen, dass diese schonungslose Auseinandersetzung mit dir selbst auch eine reflektierte Teilnahme an der Wirklichkeit widerspiegelt, dass man sozusagen nur in dieser, also in dieser Schonungslosigkeit und auch Radikalität, die natürlich darin drinnen ist, eben diese reflektierte Auseinandersetzung mit der Zeit, mit der Welt, in der du lebst, auch widerspiegeln kann? Ja, für mich ist es eigentlich so, dass ich ein Kind meiner Zeit bin und ich versuche mich möglichst mit mir als auch mit der Welt auseinanderzusetzen. Das ist einfach mein Inhalt in meiner Arbeit, dass ich immer versuche, wieder mich sozusagen an der Welt teilzunehmen und mich auch, so wie sie sich verändert, ich mich versuche auch zu erneuern oder eine Gegenposition zu beziehen zu dem. Aber auch das wäre eine Erneuerung. Ich muss die Welt begreifen, um sie zu formulieren. Und deshalb ist für mich das eigentlich so, für mich ist Kunst auch Evolution. Ich möchte mich weiterentwickeln. Das habe ich in meiner Arbeit, das ist ein Teil meiner Arbeit an sich, dass ich versuche, mich sozusagen ständig auch zu erneuern. Das ist ja der entscheidende Punkt in meiner Arbeit, dass ich bestimmte Dinge einfach so weit in Frage stelle, um wieder zu einer neuen Sprache zu kommen und nicht als Selbstzweck, sondern weil ich da immer irgendwo einen Endpunkt sehe, wo man denkt, okay, jetzt heißt es Abschied zu nehmen, um nicht so routiniert zu werden. Weil es gibt nichts Schlimmeres als routinierte Künstler. Also und auch überhaupt so überprofessionalisierte Leute überhaupt. Also das erstickt dann auch irgendwann nur noch im Selbstzweck des Machens, weil man eine bestimmte Technik entwickelt hat. Und das ist nicht, das möchte ich einfach nicht. Ich gehe das Risiko ein, lieber zu scheitern. Und wenn es zu perfekt wird, habe ich ein Problem. Für mich. Ich rede jetzt nur von meiner Arbeit, ja. Was vielleicht gerade bei deinen Menschenbildern und auch bei deinen Selbstwahrnehmungen deutlich ist, dass du offensichtlich fragile Bilder suchst. Also, also nicht das perfekte Bild in dem Sinn, sondern ein fragiles Bild, in dem eben diese psychischen Situationen und Zustände wirklich klar sichtbar werden. Ich würde sogar sagen, dass bei der Serie Frauen, wo das vielleicht gar nicht auf den ersten Blick so sichtbar oder so auffallend ist, dass es sich bei diesen Frauen, wo du immer davon sprichst, dass die Frauen selbstbewusste Frauen sind, die dir aufgefallen sind Ende der 90er Jahre im Stadtbild Berlins, dass das auch sehr verletzliche Porträts sind. Das sind zwar starke Frauen, aber die eine große Verletzlichkeit mit sich bringen. Ja, ich glaube, dass es Frauen sind. Also man muss zu diesem Projekt Folgendes sagen. Das eine war, dass ich diese Schutzlosigkeit der Nacktheit daraus aus diesem Projekt entwickelt hat und dass mich selbst Frauen auf diese Idee mitgebracht haben, weil wir uns immer über das, was ich gemacht habe, auseinandergesetzt haben oder einfach darüber gesprochen haben. Und ein ganz großer Aspekt war, dass ich denen meine Selbstporträts gezeigt habe. Und sie haben gesehen, dass die weder sexualisiert noch eitel waren. Und das hat die Frauen sehr interessiert. 90% der Frauen haben sich noch nie von jemandem nackt fotografieren lassen. 50% und 40% davon darauf nur von ihrem Freund. Also da gab es viele. Ich habe bei dem Frauenprojekt einfach festgestellt, dass in den 90er Jahren ein Aufbruch war zu der Emanzipation der 70er Jahre bei den Frauen, dass die Frauen stärker mit selbstbewusst auch zu ihrer zu ihrem Körpergefühl standen und sich stärker als eine Gesamtheit begriffen haben, mit dem
mit den erarbeiteten emanzipatorischen Bemühungen um Alice Schwarzer. Und das hat mich an sich interessiert. Und komischerweise sind ja jetzt das auch die Frauen, die darüber schreiben oder reden, die damals eben 25 waren. Das heißt, sie finden sich in diesen Bildern wieder. Und das fand ich eigentlich bei den Männern zu dieser Zeit zum Beispiel nicht. Aber das war ja auch über mehrere Jahre, hast du an dieser Serie gearbeitet. Du hast in dieser Zeit ausschließlich junge Frauen fotografiert oder waren da Männerporträts auch dabei? Ja, du hast dich dann später entschieden, das auf die Frauenporträts zu reduzieren? Naja, nee, das war anders. Ursprünglich war es eigentlich so, dass ich eigentlich vorhatte, aus Berlin, ich brauchte Distanz zu Berlin, ein Projekt zu machen, quer durch die Gesellschaft, wie das so ist. Man hat so Großes vor und möchte möglichst alle zeigen und das wird immer mehr zusammengekocht, wie ein gutes Hugo. Ja? Also musst du ja auch zusammenkochen, sonst schmeckt es ja nicht. Und dann hatte ich mich, dann ergab sich das durch die Bilder, blieben über so eine Generation von Männern und Frauen zwischen, ich sage jetzt mal 20 und 30. Und dann merkte ich bei den Männern, das ist ein Männerbild, was ich fotografiere und was vorhanden ist, was mir noch... Okay, ja, okay, Entschuldigung. Und ich merkte an sich erst, da merkte ich so, das ist ein Männerbild, da hat sich nicht so wahnsinnig viel getan. Da gab es zwar Männer, die sozusagen so... damals war der Begriff, ist ein Softie, dahinter verbirgte sich aber eine knallharte ideologische Position. Also es war gar nicht irgendwie eine Empfänglichkeit und eine Offenheit, sich wirklich in Frage zu stellen. Das stellte ich bei den Männern fest. Bei den Frauen war das im Umbruch. Dadurch ergaben sich die Frauen und dann habe ich die zuerst natürlich nur draußen fotografiert und dann bekleidet drin. Und irgendwann ergab sich eine Situation, da dachte ich, die Frau musste nackend fotografieren. Und dann dachte ich, oh Gott, ey, jetzt passiert dir das, alter Sack, jetzt hast du nie in deinem Leben gehabt, aber so eine scheiß Fantasievorstellung, also das war mir vor mir selber, irgendwie habe ich mich erschreckt, dachte ich, das musst du nicht haben. Dann kam das aber irgendwann immer wieder. Und ich habe mich aber kriegte was Zwingendes sozusagen. Und dann unterhielt ich mich so mit ein paar Frauen, wir gingen diese Bilder durch und irgendwann kamen wir in das und da sagte irgendeine Frau, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das war, junge Frau, warum Fotografisten? Also weil wir so darüber redeten, also ja nicht über das Nackte, aber wir redeten über diese ganze Sache. Und da sagte die, warum fotografierst du denn die nicht eigentlich auch nackt? Und ich sage, das, was ich jetzt sage, ja, hast du recht, aber ich hatte dieses Problem. Und dann ging es los und dann war das so, dass die Frauen durch Mundpropaganda und durch die durch den Blick auf meine Selbstporträts, als auch auf das, was ich dann machte, ergab sich immer mehr, die da bereit waren, sozusagen sich auf so ein Wagnis einzulassen. Und so ergab sich diese Situation. Du hast ja mit der Serie, jetzt muss ich schauen, mich hört man, glaube ich, ganz gut, gell? Du hast mit der Serie ja auch eine neue Bildgrammatik oder eine andere Bildgrammatik entwickelt. Also die Frauen sind teilweise angeschnitten oder man sieht den Rücken, der sozusagen so eine Oberflächenmuster ergibt, wo Michael Fried ganz fasziniert war, weil er da einen Sternenhimmel darin gesehen hat, unter anderem. Also du hast unterschiedliche Vergrößerungen, Ausschnitte vorgenommen. Vielleicht kannst du da noch dazu ein bisschen was sagen, warum du dich dann zu so einer eigenen Bildsprache entschieden hast bei dieser Serie. Ja, das ist sehr schwer. Ich könnte jetzt sagen, für mich stand das Bild im Vordergrund. Was ich eben nicht wollte, dass man sozusagen mit individualisiert,
und zum anderen in der Körpersprache bestimmte Dinge, die sich sozusagen auf Details auch in Details zeigen, dass sich da auch was formuliert. Es gibt zum Beispiel ein paar Bilder in dieser Arbeit, da brachte mich auch eine Frau drauf, indem sie mir das sagte, wo sehr stark der Schritt betont ist. Und zwar, aber der Schritt ist nicht betont als sexualisiertes Moment, sondern er zeigt sozusagen eine aktive Position, die du sonst bei den Frauen in der Form einfach nicht gefunden hast. Und das fand ich das Entscheidende an dieser Geschichte, dass die Frau sozusagen zu ihrer Männlichkeit den Mut hat, auch zu ihrer Männlichkeit zu stehen. Und das ergab sich dann einfach so. Manchmal war der Kopf nicht nötig, also weil die Körpersprache eigentlich schon eine Menge zum Ausdruck brachte. Ja. Als ich dich zu der Oder die Körperhaltung ist vielleicht besser gesagt. Als ich dich gefragt habe, ob du dir vorstellen kannst, bei der 6. Berlin Biennale mitzumachen und dass die Idee ist, dass deine Arbeiten in den medialen und öffentlichen Raum gezeigt werden, also nicht in Buchform oder in einer klassischen Ausstellungsform, warst du ja wunderbarerweise sofort bereit. Und es ist eigentlich erstaunlich, wenn man jetzt auch die Frauenserie hier in der Ausstellung sieht, wenn man die dann sozusagen jetzt noch einmal in Erinnerung ruft, wie sie im öffentlichen Raum, in der Stadt Berlin, aber auch in der FAZ vielleicht, haben Sie es gesehen, es waren 3 Ausgaben der FAZ, wo Frauenporträts von Michael Schmitz ganzformatig gezeigt worden sind, wie präzise diese Bilder auch in einer Vergrößerung sind. Also hier in der Ausstellung sind sie relativ kleinformatig, in der Buchform sind sie, ist ungefähr, glaube ich, dasselbe Format wie in der Buchform hier in der Ausstellung. Im öffentlichen Raum waren sie auf diesen großen Plakaten zwischen den Werbeankündigungen und sie waren so ein richtiger Einbruch in die Wirklichkeit dieses immer enger werdenden öffentlichen Stadtraumes, der durch Werbung und Privatisierung natürlich auch des öffentlichen Raumes immer enger wird, aber sie haben so eine richtige Klarheit eben in diesen Stadtraum hineingebracht und haben eigentlich überhaupt nichts an ihrer Schärfe und Radikalität verloren. Es war wie ist es dir dabei gegangen? Ja, ich wollte sagen, weil du das sagtest, Einbruch in die Wirklichkeit, ich empfand das gegenüber der Werbung auch als einen Einbruch in die Wirklichkeit, aber um eine neue Wirklichkeit, die mit der Wirklichkeit zu tun hat, einzuführen. Und da schließt sich so der Kreis zu dem, was du sagtest, dass man mit einer Fotografie was sichtbar machen kann, was vorher so nicht sichtbar war. Jedenfalls ist das mein Ziel. Ob mir das immer gelingt, ist eine andere Geschichte. Es war auch, ich glaube, also ich würde gerne noch über deine Radikalität sprechen, aber vielleicht kann man das auch an dem Punkt ein bisschen ausführen. Es war eine Arbeit auch sowohl, glaube ich, im medialen als auch im Stadtraum, wo viele, die das gesehen haben, nicht als ersten Blick als Kunst wahrgenommen haben, aber sofort erkannt haben, dass es um was anderes handelt. Also wir haben diese Erfahrung gemacht mit türkisch-deutschen Kollegen, die nicht mit der Kunst nichts zu tun haben, die auf einmal gesagt haben, ah, ihr seid das, wir haben diese vielen Frauen im Stadtraum gesehen und das ist ganz großartig. Wir haben lange darüber gerätselt, es war für uns klar, dass es nicht Werbung ist, aber wir konnten es nirgendwo zuordnen. Und ich glaube, das ist so ein Moment momentan in der zeitgenössischen Kunst, wo die Kunst nicht auf den ersten Blick sich sozusagen mit den klassischen künstlerischen Mitteln zeigt, sondern auch in der Zurückhaltung eine unglaubliche Radikalität entwickelt. Und die Radikalität, glaube ich, in deinen Arbeiten ist auch, dass es keine Indifferenz oder Ambivalenz gibt, was sehr stark auch die Postmoderne gekennzeichnet hat. Ich denke, dass das auch ein Grund ist, warum man jetzt wieder so ganz klar auf deine Arbeiten schauen kann, dass es bei dir auch immer um Konzentration und Reduktion geht, um einen sehr langen Prozess, bis du eigentlich dann zu den richtigen Bildformaten, zur richtigen Bildgrammatik findest, eben über mehrere Jahre hinweg arbeitest an einer Serie. Und das hat, glaube ich, die Frauenserie auch im Rahmen der Berlin Biennale sehr deutlich gezeigt. Das freut mich, wenn du das siehst, aber du verstehst doch, dass ich dazu nichts sagen kann. Dann kommen wir zurück zur Ausstellung. Du hast der Ausstellung den Titel gegeben, Grau als Farbe.
Ist es ein Versuch, das Abstrakte im Konkreten zu thematisieren, oder warum hast du dich jetzt gerade für diesen Titel entschieden? Du hättest natürlich gerade in einem Haus wie hier, das durch die Geschichte auch so aufgeladen und belastet ist, natürlich auch einen ganz anderen Titel finden können, aber du hast dich für so einen Titel entschieden, das auch ein Titel hätte sein können für eine Malereiausstellung. Ja, richtig. Ich betrachte ja auch das, was ich mache, ist ja Schwarz-Weiß-Fotografie im klassischen Sinne. Für mich bedeutet aber, so wie ich die Fotografie einsetze, auch schon in den Weddingbildern Mitte der 70er Jahre, die ja sehr, sehr grau sind, weil ich eine radikale Form für mich der Erneuerung in der Fotografie gesucht habe, vielleicht noch ja nicht mal eine radikale, einfach nur eine neue Form gesucht habe, weil ich diese grafische Element der Schwarz-Weiß-Fotografie, das stand mir hier, das war einfach zu perfekt. Und dann bin ich ja mit der Waffenruhe endgültig dazu gekommen, wo ich sozusagen die Schwarz-Weiß-Fotografie als einen Teil einer Farbfotografie betrachtet habe. Für mich war, und das ist eine abstrakte Form, für mich war das Zusammenspiel weiß, schwarz und die Töne dazwischen, war für mich eine Form von Farbe, woran ich gearbeitet habe. Und das ist natürlich eine ganz plausible Geschichte, dass sich daraus dann Grau als Farbe ergibt, der ja an sich, eben wie du eben sagst, ein malerischer Titel ist, der das aber konterkariert, weil es Fotografie ist. Also insofern gibt es da auch eine Ambivalenz. Wenn du den Titel fremd liest, könntest du denken, ist eine Malereiausstellung. Aber ich betrachte, also es ist eine gemalte Ausstellung mit gemalten Bildern, aber ich betrachte sozusagen die Fotografie, wie ich sie betreibe, ist das die Schwarz-Weiß-Fotografie für mich. Grau ein ganz dominierender Faktor, weil er sozusagen in einem diffusen, nicht klar definierten Bereich liegt. Schwarz und Weiß sind Antifarben und das heißt auch gleichzeitig ideologisch rechts und links, ja und nein. Und mich interessiert aber eigentlich immer das dazwischen mehr, als eine klare Position. Nichts ist mir unheimlicher, als wenn eine Diskussion nur immer im Ja, Nein endet oder auch nur in der Form, also nicht in der Offenheit diskutiert wird. Und Grau bietet für mich einfach eine andere Form, auf die Dinge zuzugehen. Und sie auch, sagen wir mal, stärker als eine Frage zu formulieren. Ich glaube auch, dass, also ich würde auch sagen, dass Grau eine sehr zeitgenössische Farbe ist. Ulrich Beck, lange in München lehrender Soziologe, der hat ja mal gemeint, dass man so bis 89, also noch in der Zeit des Kalten Krieges, so dieses Modell hatte, entweder oder, also dieses Blockdenken, das Schwarz-Weiß-Denken, da wäre natürlich dieses Schwarz-Weiß adäquat gewesen. Aber seit 89 leben wir in einer Welt, also nicht mehr in dieser Welt der Blöcke. Und dass, wenn man das versucht, auf einen Punkt zu bringen, dann ist es das sowohl als auch. Also es gibt sozusagen nicht mehr diese starken Gegensätze, sondern man ist sowohl global als auch lokal. Man ist, in Berlin lebt man sowohl im Osten wie im Westen. Also die Dinge kommen zusammen. Und ich denke, das ist die Farbe und das ist auch so ein Prinzip in einer Arbeit, wo diese Zwischentöne, die das Grau markieren, ein ganz wesentlicher Anteil auch an der Bildfindung darstellt. Ja, ich hoffe, das wäre schön, wenn es so ist. Für mich bietet eben, wie du sagtest, ich hatte eigentlich von diesem Blockgedanken, weil ich habe ja beide Systeme erlebt, sehr früh die Schnauze voll, im Westen wie im Osten. Also, und für mich war halt viel, viel wichtiger, Fragen zu stellen, als Antworten, klare Antworten zu geben. Wir leben in einer Welt, die nicht klar zu definieren ist. Es ist nicht so einfach, sie zu definieren. Da ist der Kapitalist und Ausbeuter und da ist der Gutmensch. Also man kann nicht mehr gut und böse, das sind Sachen, die sind einfach da und man muss lernen, mit ihnen umzugehen, um sie überhaupt, und man muss diesen Status quo existieren, dass es eben
diese beiden Ebenen gibt. Und nur durch die Akzeptanz der Dinge kann man lernen, überhaupt mit ihnen umzugehen und sie richtig zu bewerten. Das ist ja für mich zum Beispiel ein entscheidender Punkt, dass man nur durch die Akzeptanz dessen, was ist, eine Neubewertung und eigentlich eine wirkliche Bewertung vornehmen kann. Und Akzeptanz heißt immer, dass ich mich selbst in die Verantwortung nehme, um über die Dinge nachzudenken und nicht ideologisch vorbelastet rangehe. Denn die Ideologien, das haben wir ja schon in der katholischen Kirche, der älteren oder der Religion, ja, aber katholisch ist ja älter, Religion überhaupt, das sind ja für mich so die Grundmauern auch der Ideologie. Das bringt ja nichts. Also ich finde, man muss an die Dinge offen rangehen und deshalb gehört dazu auch, dass man die beiden Außenpole zwar sieht, aber mit ihnen auch umgehen lernt und nicht die Welt eben strikt und klar definiert. Die ist nicht klar zu definieren. Nochmal zur Ausstellung. Was mich nochmal interessiert, ist, wie du die Ausstellung konzipiert hast. Du hast ja ein umfangreiches Archiv mit Hunderten von Arbeiten, die im Archiv vorhanden sind. Es ist aus meiner Sicht keine retrospektive Ausstellung. Die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, welche Rolle spielte das Intuitive auch jetzt in der Konzeption der Ausstellung? Weil ich denke, das ist ein wesentlicher Moment auch deiner künstlerischen Herangehensweise ist. Also wie bist du eigentlich an diese das ist ja die erste große umfangreiche Ausstellung, die du gemacht hast. Wie bist du an diese Ausstellung herangegangen? Ja, also schon richtig. Ich gehe da völlig intuitiv ran. Ich setze mich und ich habe in mir irgendwo einen Faktor, wo ich sicher bin, der trifft meine Empfindung. Das ist der Maßstab. Aber ich kann diese Empfindung nicht definieren, ich kann sie sozusagen nur als eine konstruktive Spannung erleben. Und dazu gehört einfach eine große Auseinandersetzung, würde ich schon sagen, um sich dessen sicher zu sein, dass es konstruktiv ist, weil es nicht klar definierbar ist. Aber es ist eine rein intuitiv zusammengestellte Ausstellung, die natürlich auch in Diskussionen mit anderen Leuten ein bestimmtes Potenzial nochmal herausgefordert hat, wo man drüber nachgedacht hat und die dann mit eingebaut hat. Oder auch verworfen hat, weil sie nicht einbaubar war. Also, aber letztendlich intuitiv. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort von Michael. Intuition. Vielleicht gibt es Fragen. Wenn du einverstanden bist, dann würde ich sagen, wir öffnen es ins Publikum. Und vielleicht gibt es Fragen an Michael Schmitz. Wie kommt es, dass bestimmte Motive aus dem alten Kontext herausgegriffen werden und mit einem großen Zeitabstand in neuem Format und möglicherweise auch in neuem Kontext wieder auftauchen? Ja, also mit den Formaten spiele ich nicht so sehr, aber ich versuche die Dinge immer wieder neu zu definieren und scheue mich davor auch nicht, bestimmte Zusammenhänge, die ich früher so gesehen habe, heute anders zu sehen. Das heißt nicht, dass die überholt werden, aber ich kann nochmal, also für mich ist es so, es gibt viele Möglichkeiten, mit den Dingen umzugehen und diese Möglichkeiten nehme ich mir und ich nehme mir auch das Recht raus, meine eigene Arbeit sozusagen zu benutzen, um zu einer neuen Formulierung zu kommen, die die Arbeit in einem anderen Licht zeigt als zuvor. So. Jetzt haben wir ja eine Übersichtsausstellung und keine Retrospektive. Wie ist denn der Blick nach vorne? Was ist das Nächste? Das Nächste ist, dass ich ja seit mehreren Jahren dem Arbeitstitel Landwirtschaft, also ein Projekt über die Landwirtschaft mache. Es geht also um Nahrung, die wir alle zu uns nehmen, im weitesten Sinne des Wortes. Und da fahre ich also praktisch kreise quer durch Europa, von Norwegen, die Lachsfarm, bis nach Almeria, Spanien, zur
Tomatenfarm. Also es geht mir nur um die industrielle Produktion von Lebensmitteln. Es interessiert mich nicht so sehr der ökologische Gedanke, weil der macht 2% aus. Ich selber bin ein Anhänger dieser Kost, aber man muss es einfach mal sehen, wie so eine industrielle Produktion von Nahrungsmitteln vor sich geht. Also das ist schon eine Erfahrung für sich, und umso länger ich darüber arbeite, umso mehr schwanken auch die Begriffe. Also das muss man einfach auch sehen. Man geht ja natürlich immer an eine Sache mit einem Urteil, mit einem Vorurteil ran. Und man muss aber auch die Offenheit haben, in der Lage zu sein, bestimmte Dinge auch zu korrigieren. Aber das ist jetzt sozusagen das Projekt, woran ich momentan arbeite und ab morgen in Tirol die Apfelplantagen fotografieren werde. Also so als Beispiel. Aber ich habe auch Kühe, Schweine und an Hühner kommt man nicht ran, da ist absolut, da kriegt man keinen Zugang, aber ich finde auch, der Blick darf nicht zu sehr nur in das Elend gehen, weil erstmal wissen wir das alle und zweitens wird es dann unglaubwürdig. Weil es gibt so Situationen, da glaubt man schon nicht mehr dran, dass sowas überhaupt möglich ist. Das verändert aber nicht den Blick, sondern das bestärkt sozusagen nur noch eine Radikalität, die mit Macht durchgesetzt wird. Das bringt aber nichts. Man muss irgendwie in einer anderen Form, finde ich, ein Bewusstsein schärfen, dass derjenige sich nicht in die Ecke gestellt fühlt, sondern dass er selbst noch die Möglichkeit hat, Ja oder Nein zu sagen. Ja, bitte. Da kommt das Mikrofon. Auf die Frage nach dem Titel Ihrer Ausstellung gesagt, Sie möchten nicht durch den Titel Grau als Farbe mit Malerei konkurrieren. Aber in der Ausstellung gibt es, ich kann es jetzt nur so schätzen, ungefähr 3 Arbeiten, wo ich finde, die haben fast die Qualität, so ästhetisch, von Malerei. Gleich im Eingangsbereich eine Arbeit, wo Sie ein Foto mit einem wahrscheinlich einem anderen Foto überschneiden. Im Eingangsbereich? Ja. Wenn, im ersten Raum? Sie meinen die Wand? Ja, genau. Ja. Ich habe ein bisschen vermisst in dem Gespräch, was Sie zu diesen Arbeiten selber sagen würden. Und ja, aber Sie täuschen sich, das sind nicht 2 Fotos, das ist ein Foto und das ist eine Wand. Wissen Sie, die in den Neubauten stehen, wo die Kinder mit den Bällen gegenschießen können. Das ist es. Also, das ist Realität. Ja. Also, es ist nur eine konstruierte Perspektive von der Sehweise her, nicht von der Umsetzung jetzt, indem ich sozusagen fotografisch manipuliert habe. Aber nee, das ist nicht so. Wenn es Sie an Malerei erinnert, dagegen habe ich nichts, solange Sie nicht sagen, das ist Malerei. Also, ja, also ich hoffe, dass es noch Fotografie ist. Gut. Katrin Romberg und Michael Schmidt, vielen, vielen Dank. Für einige Tage, es gab unglaublich viele Kollegen von Michael, viele Kollegen von Katrin hier, viel aufs Ausland, aber für einige Tage gab es jemanden, den du sehr gut kennst und du auch, und das ist der Autor von Why Photography Matters as Art as Never Before, warum Fotografie sich lohnt, wie Kunst, wie noch nie zuvor. Und du hast mit Michael Fried Menzel gemacht und Fried war oft bei dir ins Atelier und jetzt war ich hier extra angereist, um da eine Ausstellung zu sehen. Und wir haben geredet über Weltmeisterschaft und Michael Fried konnte sich auch erinnern, dass die Werbekampagne in Berlin für das Weltmeisterschaft 2006 überall in Berlin stand, Deutschland, Land der Ideen. Jetzt fragen wir natürlich uns ab, was hat Fußball, Berlin, was hat überhaupt Berlin mit Ideen zu tun? Und das Interessante ist, dass man
Naja, so, du bist in München. Deutschland, Land der Idee. Und jetzt, wenn man sich so in die ausländische Literatur bewegt, stellt man immer mehr fest, dass gute, interessante Leute wie Michael Fried sagen, ja, Deutschland ist eigentlich kein Land mehr der Idee. Es ist ein Land der Bilder. Es gibt Bilder wie gespiegelte Möbel, es gibt Theaterkulisse, Gemälde, es gibt Kirchenfenster, es gibt Anselm Kiefer, es gibt unglaublich viele Bilder, gut und schlecht. Aber es gibt immerhin wieder diese Bilder. Aber oft sind es Bilder ohne Idee. Und ich habe den Eindruck, und das hat auch Michael Fried, dass du irgendwo die Geschichte von der Fotografie, die Michael Fried behauptet, dass du die neu schreibst, weil deine Deutschlandbilder oder deine Bilder, die du machst, das sind nicht nur Bildideen, aber wirklich Ideen über Bilder. Und das haben wir heute Abend mitgekriegt, weil du hast es nicht einfach gehabt mit dieser Dame. Du hast die Geschichte von der Nacktfotografie und die Methode neu geschrieben und die Fotografie der Mitte. Aber vielen Dank für all diese wunderbare Idee über Fotografie. Deutschland wieder ein Land der Idee mit Michael Schmidt. Danke. Danke.